Lea Schüller, Torschützenkönigin der Saison 2021-22 und noch dazu Fußballerin des Jahres. Bei den Bayern spielt die 24-Jährige ihren besten Fußball. Die ersten beiden Jahre haben mir natürlich gut gefallen. Das ist natürlich ein Auslöser dafür gewesen. Ein Auslöser für eine Vertragsverlängerung. Ein weiterer sind ihre Teamkolleginnen. Das Team war die letzten beiden Jahre überragend und ich fühle mich einfach richtig wohl. Es ist wie eine Ersatzfamilie. Deswegen ist das Team auf jeden Fall ein großer Faktor bei der Vertragsverlängerung gewesen. Lea Schüller bleibt bis 2026 bei den Bayern. Ein starkes Zeichen der Stürmerin. Die letzten zwei Jahre mit Lea haben uns sehr, sehr viel Spaß bereitet. Sie hat, ja, ich sag mal, gerade in der letzten Saison auch ausdrucksvoll gezeigt, warum sie beim FC Bayern spielt. Ja, Lea ist eine absolute Ausnahmestürmerin. Kopfballstärke ist etwas, was sie natürlich extrem auszeichnet. Lea hat eine absolute Qualität und ist natürlich ganz klar für uns gewesen ein ganz großes Ziel, dass wir Lea langfristig auch an den FC Bayern binden können. Ich glaube, dass wir in den letzten beiden Jahren natürlich auch was erreicht haben, aber ich glaube, dass wir da noch viel mehr erreichen können und das würde ich gerne mit dem FC Bayern gemeinsam schaffen. 2021 konnte Schüller ihre erste deutsche Meisterschaft mit den Münchnerinnen feiern und das gleich in ihrer ersten Saison mit den Roten. In den kommenden Jahren sollen weitere Titel folgen. Ihre Ziele? Natürlich die Meisterschaft nochmal holen und auch den DFB-Pokal und natürlich auch, soweit es geht, in der Champions League zu kommen. Und für mich persönlich möchte ich trotzdem auch vielleicht wieder erreichen, Torschützenkönigin zu werden. Und ich glaube, da gibt es ganz viel, was man mit dem FC Bayern erreichen kann. Für uns ist einfach wichtig, dass wir die Mannschaft zusammenhalten. Wir haben immer gesagt, wir brauchen Kontinuität, um auch erfolgreich sein zu können. Und das ist jetzt weiterhin auch ein Puzzleteil und ein nächster Schritt gewesen. Lea Schüller ist Bayerns erfolgreichste Torschützin der letzten beiden Jahre. Mehr als 50 Treffer erzielte die 24-Jährige schon für die Roten. In den kommenden Jahren werden weitere Tore dazukommen. Denn Lea Schüller bleibt bei den Bayernfrauen bis 2026.